Der Ort der Hinrichtung. Im Gefängnis von Lucasville im US-Bundesstaat Ohio ist am Donnerstag der verurteilte Mörder Dennis McGuire mit einer Giftspritze getötet worden. Die Art dieser speziellen Hinrichtung könnte nun juristische Folgen haben. Denn in seinem Fall wurde eine bisher noch nie verwendete Mischung aus einem Sedativ und einem Schmerzmittel verwendet. Mit schlimmen Folgen, wie seine erwachsenen Kinder berichteten, die der Hinrichtung beiwohnten. Die wollen nun juristisch vorgehen, um weitere Hinrichtungen in dem Staat zu verhindern. Sein Sohn Dennis McGuire schilderte am Freitag das minutenlange Sterben. Er hat immer wieder die Fäuste geballt. Es sah so aus, als kämpfe er um sein Leben, während er erstickte. Es war eine Qual, meinem Vater beim Sterben zuzusehen, das mehr als 19 Minuten dauerte. Die Hinrichtung meines Vaters zu beobachten, war der schrecklichste Moment in meinem Leben. Und ihr Anwalt Richard Schulte. Dies war ein Experiment, ein neues Experiment. Wir wissen von keinem anderen Fall, bei dem diese beiden Wirkstoffe verwendet wurden. Und wir finden, dass Mr. McGuire kein Experiment sein sollte für den Staat Ohio. Wir wollen wissen, woher diese Medikamente kamen, ob sie zum Beispiel aus einem Center kamen, wo sie zusammengemischt wurden. Die arbeiten nämlich oft unkontrolliert. Hintergrund dieser juristischen Auseinandersetzung ist auch die Tatsache, dass viele Hersteller von Medikamenten, die bisher für Hinrichtungen genutzt wurden, ihre Produkte für diese Verwendung nicht mehr hergeben. Die Staaten, in denen die Todesstrafe exekutiert wird, sehen sich gezwungen, andere Wege zu finden, an tödliche Injektionen zu kommen.